Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zu Beginn Herrn Professor Gysi zitieren, der in der Anhörung hier die Dinge für mich noch mal auf den Punkt gebracht hat. Er hat einen Beitrag geleistet und hat damit zur Kenntnis gegeben, eine Verpflichtung zur Offenlegung von Tätigkeiten neben der Mandatsausübung stellt eine zulässige Konkretisierung des freien Mandats dar und greift in diese nicht ein. Sie ist in diesem Sinne eine verfassungsrechtlich zulässige, wenn nicht gar gebotene Konkretisierung des Demokratieprinzips. Und in diesem Sinne sage ich, es ist ein gutes Gesetz. Es ist ein gutes Gesetz für dieses Parlament. Es tut auch den Abgeordneten gut, weil sie offensiv damit umgehen können. Und es ist genau das, was Bürger und Bürgerinnen von uns erwarten. Diese Transparenzerwartungen werden eingelöst mit diesem Gesetz. Und ich bin sehr froh, dass wir einen Schritt weitergegangen sind als im Bundestag, weil wir sehr viel präziser in den Stufenregelungen sind, weil es bei uns keinen nach oben offenen Bereich gibt, sondern Sie als Bürgerinnen und Bürger sehr genau ab einer gewissen Grenze sogar in 30.000er Schritten nach oben eben unbegrenzt die Frage der Nebentätigkeiten selbst beurteilen können und welche Einkünfte dagegen überstehen. Und dass wir dann auch sehr deutlich machen, wo interessegeleitete Konflikte hier im Hause sein könnten, das ist uns sehr wichtig, das gehört dazu. Und ich sage aber auch, der Prozess hat sich gelohnt. Ich habe das letzte Mal schon bei der Einbringung des Gesetzes gesagt, ja, das hat durchaus ein bisschen die Geduld strapaziert untereinander, aber die Gesprächsrunden haben sich gelohnt, weil es ein breit getragenes Gesetz ist. Und das ist auch ein guter Ausweis für dieses Parlament nach außen. Wir haben es nämlich nicht so gemacht wie im Bundestag, dass dort zwei Fraktionen entschieden haben und der Rest musste mitmachen, sondern alle waren eingeladen. Und in der Tat, auch jetzt in der letzten Runde, haben wir von den Piraten dazu leider nichts mehr gehört, auch unseren Änderungsantrag tragen Sie so ja offensichtlich nicht mit, es gibt kein Verhalten dazu, sodass wir uns gewünscht hätten, gerade nach der Anhörung, dass auch die Piraten das noch mal offensiv aufgenommen hätten. Denn in der Anhörung ist ja deutlich geworden, dass der begleitende Gesetzentwurf offensichtlich nicht tauglich ist und auch verfassungsrechtlichen Bedenken unterliegt. So haben wir eine angemessene und ich kann gleich, ja gerne, Herr Marsching natürlich. Herr Marsching hat sich dabei gemeldet. Ja, das können wir machen. Bitte schön. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, Frau Kollegin Beer. Jetzt haben Sie gerade gesagt, es wäre ein breit getragener Kompromiss und alle Fraktionen wären eingeladen gewesen. Ich brauche das dann gleich in meiner Rede gar nicht mehr sagen, aber vielleicht haben Sie ja die falsche E-Mail-Adresse von mir. Ich persönlich, als derjenige, der das bei uns betreut, bin nicht eingeladen worden. Von daher die Frage, an welche E-Mail-Adresse haben Sie das geschickt? Haben Sie wirklich alle eingeladen? Ich weiß davon nämlich nichts. Natürlich. Wir haben uns gerade vergewissert, auch dem Kollegen Hertha ist das genauso bewusst wie mir, dass das genau gegangen ist an die Fraktion der Piraten. Und wir haben es ihr auch gesagt, auch in der Einbringung, dass wir uns wünschen, dass es breit getragen wird. Und wir haben das auch noch mal gesagt in der Anhörung danach. Ja, sind Sie nicht selbstständig, auch noch auf der Grundlage eines Anschreibens dann auf uns zuzukommen? Also wo ist denn das? Wo ist denn eigentlich da Ihre Initiative hin? Ich habe mich schon gewundert. Frau Kollegin Beer, es gibt eine weitere Zusatzfrage des aber Kollegen Hertha. Gerne der Kollege Hertha dazu. Frau Kollegin Beer, herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Können Sie sich entsinnen, dass es meine wortwörtliche Einladung während der Hauptausschusssitzung, eine persönliche Einladung in Anwesenheit der Piraten war, sich an dem entsprechenden Gesetzentwurf zu beteiligen? Und können Sie auch nachvollziehen, dass der parlamentarische Geschäftsführer der Piraten eine entsprechende Mail dann bekommen hat, die er beantwortet hat, mit dem Hinweis, wir haben da zwar nichts gegen, aber wir können es nicht mittragen? Ja, das kann ich uneingeschränkt beantworten. Der Änderungsantrag ist rübergegeben worden. Wir haben die mündliche Einladung bereits ausgesprochen. Sie haben das persönlich auch gemacht und wir haben es von hier vorne auch mehrmals betont, dass wir gerne möchten, dass das breit getragen ist. Und nachdem, wie der Piratengesetzentwurf beurteilt worden ist, auch in der Anhörung, wäre es sicherlich wünschenswert gewesen, da nochmal sich zusammenzusetzen. Die Initiative ist von den Piraten dann nicht aufgenommen worden. Ich will eines noch mal betonen, und zwar einen Hinweis darauf, welche Erfahrungswerte wir haben. Wir haben im Schnitt die Anwesenheit unserer Kollegen und Kolleginnen 10 Jahre dauert die Mandatszeit.
Dauer. Und es gibt ein Leben vor dem Mandat und in der Regel auch ein Leben nach dem Mandat. Und deswegen muss Berufstätigkeit dann auch gewährleistet sein, damit man wieder anschlussfähig ist. Denn es sind in der Tat nicht alle unter uns, die dann einen freigehaltenen Arbeitsplatz haben, zum Beispiel, weil sie aus einem Beamtenverhältnis kommen oder anderen Zusammenhängen. Freiberuflerinnen, Unternehmerinnen, alle, die hier im Parlament versammelt sind, in dieser Breite, wollen wir zusammen sein. In dieser Breite setzen wir ein Zeichen für mehr Transparenz. Und wir sind, da stimme ich dem Kollegen Hertha uneingeschränkt zu, damit auch weiter an der Spitze in der Bundesrepublik, nicht nur bei der Reform des Abgeordnetengesetzes in der ersten Frage, wie wir die Abgeordnetenbezüge geregelt haben, sondern jetzt auch in der Frage der Transparenz. Vielen Dank, Frau Kollegin Bär.